Do not despair, for many find Jesus only to lose him later. But the soul that does not abandon its search will surely be rewarded with his company. Genau, so. Find Christ, my son, and you shall be greatly rewarded. Jetzt müssen wir wieder zurück und ihn nochmal finden. Dann ist das wirklich beim zweiten Mal gewesen mit dem Licht. Konnte mich da an was erinnern. Nur nicht mehr, wie es genau war. Man sieht, das sieht man ja schon, ne? Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Gegen Bosse kann ich nicht helfen. Da habe ich Angst vor. Na, wenn du da schon Angst vor hast. Na gut. Diese Herbeirufung, muss ich sagen, habe ich bisher noch gar nicht benutzt im Spiel. Könnte ich eigentlich mal machen bei Gelegenheit. Ja, Jesus und Priester Maxi als zwei neue Friends. Und, tja, was tun wir denn? Welche Schnellreiseflagge haben wir eigentlich noch nicht? Das würde ich gerne mal wissen. Wollen wir das irgendwie sehen, welche uns noch fehlt? In Kanada waren wir ja auch noch nicht. Vielleicht ist das auch eine Schnellreiseflagge in Kanada. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Gab es denn in Kanada eine Schnellreiseflagge, dass wir da die 12. finden? Weil ich glaube, hier habe ich eigentlich alle. So, da wollen wir hin. Zuallererst mal. Das ist am Park. Wir brauchen mal eben irgendwie einen Schnellreisepunkt jetzt. Ich glaube, hier war einer, ne? Ja, hier war einer. So, der nächste nähere Punkt ist... Gut, kann man machen, wie man will. Ich nehme jetzt einfach den. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Och nö. So, dann gehen wir hier durch. Laden. Ah, okay. Goes down, I'll come running. So. Der Fetz ist Plastik. Super, das bringt uns total viel. Bin ich hier richtig? Ach, ich war doch auf dem Park. Ich musste doch gar nicht runter. Na. So. Bist du das? Ja, genau. Sie ist es. Oh, hi. You must be Mike. So, you want to talk about Bebe, huh? Well, look, Bebe's my friend. I think she's really great. I don't know if she's the end-all, be-all of girls. I mean, she's a little two-faced, if you ask me. But, hey, I've read a lot of your Facebook profile, and I think you're a really interesting boy. Aha! We knew it! You two-faced manipulative whore! What the heck? Thank God we sent the new kid to spy on you, huh, girls? Yeah, now we know you're a two-faced bitch. What do you mean? You guys are my best friends. Then why are you hitting on my Facebook boyfriend? We brought someone else who might be interested. Monica, what the fuck are you doing? Uh-oh. Hey, Jake. Have fun, you two-faced gang. Guys, wait, please, come back. What's the big idea trying to fuck my girlfriend? Natürlich. Nothing to say, huh? Well, maybe you'll understand this. Natürlich. Gibt das einen Kampf? Oh, boy. Oh, boy. Das sehe ich auch so. Monikas Freund. Naja, okay. Dann wird's Zeit, einfach mal Monikas Freund zu vermöbeln. Pass mal auf, ja. Jesus mag nicht. Wenn du so gemein bist. Lock and load. Mess with the beast, you get the claws. Okay, der Kampf war jetzt nicht so schwer. Das sind Zombies, richtig. Das sind vor allem nicht nur ganz normale Zombies, sondern das sind tatsächlich... ja, es klingt doof, aber es sind Nazi-Zombies. Wenn ich einen sehe, dann gehe ich mal in Kampf mit denen, dann kannst du das besser sehen.
What the fuck, Jesus? Ja, das ist gut, oder? schön. Ich mag's. Ich find's toll. Super Spiel. Wir gehen mal bei Koopa Keep rein und nutzen von da aus den Schnellreisepunkt. Einmal hier durch. So. How may I be of service? Wir können mal verkaufen eben schnell. Genau, es sind Nazi-Zombies. So, wir haben Löffelgabeln, Schamhaare, ein Dreidel haben wir. Alles natürlich Bezug zu den Folgen, also ne, den Soundtrack Folgen. Ich mache das Ganze jetzt mal im Schnelldurchgang, denn wir haben das meiste tatsächlich schon gesehen. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen hier. Die Liste der Mädchen, Artikel 38f. Ja, die Jungs, Liste der Jungs mit den schlimmsten Krankheiten der Schule. Da gab es auch mal eine Folge mit der Liste der schönsten Jungs. So. Ansonsten relativ viel, was wir schon mal hatten. Achso, wir wollten ja den Schnellreisepunkt nutzen. Das sollte man dann noch tun. Wir werden, glaube ich, mal schnell den Schnellreisepunkt hierhin benutzen, um unseren Jesus aufzufrischen, sofern das funktioniert. Da ist so ein Zombie. Ich zeig's dir mal. Schnapsi! Ist jetzt übrigens die zensierte Version. Papiere bitte! Papiere bitte, sagt er? Okay. Wow. Das hat weh. Mounds. Ah, Mounds of Doom. Und das. Oh Gott, wir bluten dadurch. Das ist ja richtig mies. Okay, das war der Mounds of Doom. Gab auch eine Folge, wo der. Ja, das Wachstum der Jungs auf einer Liste in der Schule, genau. Und Cartman fängt dann an, Inches zu messen. Ich glaube, mehr muss ich da gar nicht drauf eingehen. Kleines Problem, dass. Also, ich meine, jetzt erklär mir mal bitte einer, wie diese Nazi-Zombie-Kätzchen hier. Schönen Tag. Auch da wieder zensiert, ne? Weil normalerweise wäre das jetzt ein. Ich darf es nicht aussprechen. Gewesen. Jawohl! This is not my fight. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Die haben 330 Rüstung. Das sind Katzen. Fell ist zu OP oder was? Ich weiß es nicht. Macht mir gerade leichte Probleme, weil ich nicht weiß, womit ich jetzt attacken soll. Schönen Tag. Okay, ich werde ihn hier einfach mal abziehen. Ach du Liebe! Wir haben halt noch Blutungseffekte drauf, aber ich glaube, zwei können wir noch verkraften. Drehendes Schwert, was mehrere Feinde trifft, ist, jawohl, glaube ich, gerade tatsächlich ganz angebracht. Scheiße! Er kommt überhaupt nicht durch die Rüstung durch. Diese Katzen sind. Aber böse Katzen, meine Nachbarskatze ist auch eine. Was sind das für Viecher? Schönen mal. Tag. Ich meine, das ist gerade einfach nur ein stinknormaler Random Fight, ne? Aber ich habe gerade wirklich Probleme. Ich weiß gerade nicht, wie ich dagegen vorgehen soll. Weil die einfach viel zu. Dude, my injuries are super grievous right now. Rüstung haben. Scheiße! So, okay. Ich meine, damit kommen wir dagegen an. Da kommen wir zumindest durch mit. Stan ist mir gerade keine sonderlich große Hilfe. Ich habe ehrlich gesagt mit Kyle und mit Cartman noch gar nicht gespielt. Deswegen holen wir die jetzt mal rein. Das müssen wir uns ja auch mal angucken. Schauen wir mal, was der so kann. Da kann man einen Konter bringen. Das tat auch ganz gut weh. Jawohl. Wir, würde ich sagen, meucheln einfach ihn weg und dann sollte das Thema erledigt sein.
mein Unleben. 2300, wow. Okay, das war stark. So, wir haben eine magische Rakete, der dagegen immun ist. Egal, was hat er noch? Er hat Flammenschlag. Besprüht die ersten zwei Feinde mit einer Rakete, in einer Rakete. Schönen in einer Tag. Reihe mit Feuer, fängt auch mit R an. Ziel fängt bei perfekter Durchführung an zu brennen. Das ist natürlich super. Oder Cardman entzündet seine Ergebnissen. Gut, wir drücken mal. Wow. Okay. Cardman extrem effektiv auf jeden Fall gegen Gegner, die sehr viel Rüstung haben. Das müssen wir gerade mal festhalten. Mann, oh Mann, oh Mann, der hat da richtig reingehauen. So, wir müssen gerade nochmal in die Kirche. Ich wette, die österreichische Version wäre nicht zensiert. Da liegst du falsch, die ist auch zensiert. So, hallo, Jesus. Sorry, I can only help you once per day. It's not like I can be everywhere at once. Also ich müsste an einem anderen Tag nochmal wiederkommen, damit ich ihn neu erhalten kann. Auf Steam habe ich sie unzensiert. Ja, du kannst dir klar, wenn du mit VPN gehst, ne, und dann den Steam-Key holst, der uncut ist irgendwo, und du aktivierst sie, dann ist sie uncut. Wobei ich persönlich jetzt das, was zensiert ist, finde ich gar nicht so schlimm. Ich muss ehrlich sagen, wenn du gegen diese Nazi-Zombies kämpfst, und dann die ganze Zeit vom Adolf irgendwelche Soundfiles abgespielt werden, ja, mit Ausdrücken, die ja nicht so schön sind, und ja, das muss nicht. Also da muss ich sagen, dieses Guten Tag und sowas, was die in der zensierten Version sagen, finde ich doch deutlich angenehmer als die Originalversion, die ich halt damals mal gespielt habe. Also ich kann es tatsächlich vergleichen, weil ich kenne beide. Wir müssen uns mal gerade, ich muss mal irgendwie den Faden finden hier. So, wir wollen Kehre zu Annie im Rathaus zurück. Genau, so war's. Dann laufen wir mal eben dahin. Ich habe sie mir ganz normal per Steam gekauft. Meine Version ist unzensiert. Wie auch immer. Weil wenn du eine deutsche IP-Adresse hast, dann geht das eigentlich nicht. Keine Ahnung, wie es bei dir unzensiert sein kann. Kann ich nicht sagen. Ich habe mir das Ding damals über VPN besorgt. Ich habe es mir dann quasi nochmal jetzt neu gekauft. Klar, für einen Angebotspreis, ne, logisch. Aber habe es jetzt quasi nochmal neu gekauft, damit ich auf einem zweiten Account auch die zensierte Version habe, die ich dann letztendlich auch streamen darf. Klingt doof, aber ist so. Kann ich die als Freundin, als Facebook-Freundin kriegen? Also ich hab's über Steam jetzt gekauft und... Maybe you can help us with something. Oh je. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop! Gut, neue Quest. Wir dürfen Obdachlose vermöbeln, das ist aber nicht so nett. The girls wanna thank you for your help. Alright then, let's go. You know the drill. Nee, ich hab jetzt, das ist jetzt die Steam-Version, vor kurzem gekauft, ist zensiert. New Kid, we want to thank you for helping us determine whether or not Monica was a two-faced bitch. She really made us mad, but it turns out she couldn't have been the one spreading rumors about Allie Nelson going to the abortion clinic. Yeah, so we made up. You guys are the best. You see, the thing is, Heidi Turner was supposed to put on the Facebook page that you were Bebe's boyfriend, but she didn't. Because Heidi Turner is a two-faced bitch who says she likes me, then tries to stab me in the back. Right, so we need to know if Heidi Turner is the two-faced bitch who's spreading rumors about Allie being spotted at the abortion clinic. But in order to do that, we need people to think you're a girl. Makeover! Makeover! Nein! Das habe ich auch erfolgreich verdrängt. Ich werde bekloppt. Okay, dann gucken wir mal. Was machen wir denn Schönes? Ich meine, der hat ja... Das ist doch schon ein halbes Girly. Diese rote Haare oder was? Oder... Ja. Mit Schleifchen drauf. Komm, mit Schleifchen drauf. That's hot, with two T's. Das ist echt unfassbar.
Oh Mann, ey. That deserves a selfie. Mit, ja klar, das machen wir auch noch. So. Gibt's da Maximalpunkte, die man erreichen kann? Ich habe keine Ahnung. So, das passt doch. 60.000 Punkte. Kann man das noch verbessern? Modenotfall, ruf den Krankenwagen. Okay, das war nichts. Ich würde es Super-GAU nennen. Okay. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Ach du Scheiße, jetzt ist zu viel. Ich bin weg. So, ich glaube, das passt schon. You're as ready as you'll ever be, I guess. Let's get to the clinic. Oh Mann. All right, new kid. Get inside the abortion clinic and find the records room. Take a picture of all the records from the past week and text them to us. That will help us find out who the two-faced bitch is. I'm sure you can appreciate why none of us can do this. If any of us are spotted in there, people might think we're sluts like Jessica Rodriguez. Hey guys. Ich weiß nicht, was hey, das ist. Aber es hat funktioniert. What are you up to? Oh, nothing. OMG, we'll makeover, Digga. Two-faced bitch. Cool. We'll see you around. Awesome. Skank. All right, now go in there and get to the records room. Find das wäre doch gut gelungen, oder? Ja, Unplanned Parenthood, da müssen wir mal rein. Okay, jetzt ist zu viel. Ich bin weg. Ich überlege gerade, ob Cast-Type scherzt oder ob er wirklich jetzt weg ist. Hi, here for an abortion? It's okay, don't be scared. The first one's always the scariest. Take room A, second door to your left. Weißt du, da kommt so ein Kind an. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, bist du hier für eine Abtreibung? Ja, gar kein Problem. Hat jeder mal. Oh Mann, ey, ich werd bekloppt, wirklich. Oh Mann, konnte mich nicht ans Makeover erinnern, aber noch ganz. Ja, ich konnte mich auch nicht ans Makeover erinnern. Vor allem jetzt dürfen wir hier mal ein bisschen was noch reinsockeln in das Makeover-Outfit. Da müssen wir mal schauen, was hier sinnvoll ist. Ich möchte meine anderen Sachen auch ehrlich gesagt gerade nicht entsockeln. Deswegen. Mal schauen. Ich nehme einfach hier 5 MP, wenn ich... So, dann haben wir noch... Von mir aus saugt jeder Angriff noch 10 MP ab. Dann... Das haben wir gesockelt. Interessanterweise tragen wir keinen Helm. So, das sieht doch wunderbar aus. Nein, ich bin doch da. Ich gebe mir Mühe. Alles klar. Ups, einige Accessoires. So, was tun wir denn hier noch rein? Ich denke mal, wir nehmen mal irgendwie was in... Richtung, ja, nehmen wir ruhig Frost, ne, 10% mehr Frostschaden macht, glaube ich, keinen Sinn. Ja, du hältst jeden, du hältst jede Runde 1 MP. Kann man mal machen. Ja. Your little friend will have to wait out here. So. Alright, you take... Ja, man muss draußen warten. Ich hätte gerne die Kamera kaputt, danke. Ne, schade leider nicht. Records Room. Access restricted to physicians only. Ja, dann verkleiden wir uns halt als Arzt. Das ist von mir aus auch noch okay. Giftgranaten als Waffe. Schauen wir uns an. Das Ganze ist, denke ich mal, jawohl, ist... trifft bis zu 6 zufällige Ziele. 55 mal 6 ist natürlich nicht so viel Schaden. Lassen wir mal raus. Und eine HIV-Nadel haben wir bekommen. Oh Mann. Na gut, okay. Hier ist der Operating Room, da können wir mal reingehen. Hi, I'm Dr. Poonlover. Get on up in the chair and this won't take long at all. Weiß nicht, ob ich das möchte. Hey, little young to be having an abortion, aren't we? It's okay, we have a booster seat. It's okay, we have a booster seat. All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right. Ah, das Spiel ist so verkrampft. What the? Wow, never seen that before. You burned out the vacuum. I'm gonna have to get this thing fixed. Be back in a minute. Oh Gott, ey. Dankeschön. Es ist so behämmert, dieses Game. Es ist so blöd. Aber es ist so lustig. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag das. Ah.
So, die Chirurgenhaube tu mal rein. Jetzt müsste ich ja wieder umsockeln, ne? Ich hab da gerade keine Lust drauf. Ich spiele jetzt einfach ohne. Oder ich nehme das Umstyling. Nee, das kann ich jetzt aus dem Umstyling-Outfit wieder rausnehmen, ne? Hätte ich gar nicht machen brauchen. Denke ich zumindest. Wie kann ein Ball mehr Schaden machen als eine Giftgranate, indem er ein Super-Duper-Ball ist? Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert. So, wie war das? Ball OP, Ball immer OP. Ich habe die Tampons bis ans Ende des Games benutzt. Okay. Das ist doch ein Mann, oder? Wo hat der denn das Ding? Wie war das noch bei Paul Panzer? Ja. Eingeführt. Wohin? Ja, in den After. Ricoran-Bonbons werden nur gelutscht. Okay. Ja, von mir aus erhalte ich jede Runde im Kampf 5 TP. Ich habe sowas von keine Ahnung, was ich hier gerade reingetan habe. Das ist schlimm, ne? So, tun wir das rein. Und als zweites nehmen wir... Ach komm, Max Trefferpunkte kann man auch machen, ist doch in Ordnung. So, als zweites haben wir hier den Chirurgenhaube, da tun wir noch was rein. Das ist ein Kind, da ist das noch nicht so ausgeprägt. Er sagt, dass da was hängt, ja. So, hier tue ich rein. Ja, 5 RP wenn ich gegen Gegner töte, ist mir ehrlich gesagt ziemlich... Das sind so Sachen, die braucht man eigentlich auch nicht unbedingt, finde ich. Chirurgenhandschuhe braucht man natürlich auch noch. Und von mir aus noch Max TP 5%. Passt. Hier kommen wir nicht durch. Aber glaube ich nicht so schlimm, denn jetzt kommen wir hier, genau, jetzt kommen wir hier durch. Thank you, Doctor. Ja. Frau Doktor mit der Hacke. Ist das, der neueste Trend bei den Operationen, ja. Ah! Oh, damn it! Ach, er schon wieder. Oh, it's you! Thank God! Something strange is going on here. The PTA reviewed that tape you got us. The Taco Bell has something called a Plan B. They've been here looking through these records, but why would they be interested in the gynecological files of the women of South Park? I'm afraid now you know too much. We have two more asking a lot of questions. Deal with them quietly. We can't let großer anyone find out what böser Regierungstyp. Ja. Before you kill us, tell us why. Why is Taco Bell taking the records of women's vaginas in South Park? I'm picking up some hot readings on the USK. Ich empfange etwas von der USK. What do women's vaginas and Doritos Locos Tacos have in common? USK is going crazy. Oh shit! There's an outbreak here! We have contamination in Sector 7! All units to Sector 7 now! Genau, Randy Marsh. Secure the entire Klassiker. Building! Put that woman in restraint! Das Geile ist, keiner erkennt uns jetzt gerade, aber Randy, oh, it's you! Your clinic is infected with a Nazi zombie virus. Wie auch immer der wieder dahin kommt. Nazi zombies, that's ridiculous! And bigoted! I happen to be German! He's one of them! Tell people what you saw here today! Ja, gut. Quarantine the place! Riegelt alles ab, das heißt, wir dürfen ja erstmal gucken, wie wir rauskommen. Sonst haben wir hier, doch hier ist noch was, was wir mitnehmen können. Ah, wir können kleiner werden, selbstverständlich. Das heißt, Wichtelstaub und rein dort. There's something crawling under the floor, sir. Dann wird es, wir können die bestimmt irgendwie kaputt machen, indem wir da, ja. Alarm! I've got him! Nice. Ah, so funktioniert es. Okay, sehr gut. Nein, Dr. Wilson-Fan. Oh mein Gott, sie haben, naja, nicht Kenny getötet, aber... Was ist los? Achtung! Ja, okay. Gut. Nee. Schnapp sie! Schnell! Warum hast du überlebt? Cheater, jetzt muss ich den bekämpfen. Papiere, bitte! Torkelnder Nazi-Zombie-Wichtel, meine Freunde. Ist,
Oh Mann. Ja, was machen wir denn da? Er hat jede Menge Rüstung und sowas alles. Schönen Tag. Exekutieren wäre wahrscheinlich eine ganz gute Sache. Nein! Jawohl, sehr effektiv. Schließe dich uns an! Ist das sein Ernst? Alles klar, wir machen das Ganze nochmal und dann sollte es alles clear sein. Ach, Liebe! Yep. So. Looten und leveln, ne? Das Prinzip ist ja allen bekannt. Also gibt's was zu looten. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Oder nicht? Wir brauchen wahrscheinlich sowas wie den hier. Ne, sie schießen nicht. Gut, dann können wir weiter. Und hier wieder hoch. Ist in dem Spiel wirklich alles zensiert? Nur was diese Nazi-Thematik angeht, sonst nicht. Was haben wir bekommen? Nur um mal kurz zu schauen. Irgendwas für Level 12. Ich habe keine Ahnung, was war. Ist es eine Waffe gewesen oder so? Oder irgendwie... Da haben wir nichts Neues, ne? Ne, haben wir nicht. So, hallo. Ich bin Herr Doktor. Ich bin... Ne, Frau Doktor, ja, ne? Nobody move! Oh, what's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, Doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, Doctor? Teehee. There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Alles klar, machen wir. Oh my goodness. So, drücke den linken Stick nach unten, wenn sich die Spitze in der Mitte befindet. Drücke A, um zu beginnen. Christmas means so much to us all. Ow, my balls! My balls! My favorite shopping malls! I'll close at 5, Doctor. Can we please get this over with quickly? Ja, natürlich. So, was? Drehe linken Stick um. Okay, alles klar. Oh, that's cold, that's cold. This is about as wide as I can cape, Doctor. Okay, do it. I'm ready. So, halte den Stick nach links gedrückt, um zu sagen, drücke auch ab, anzufangen. Alles klar. Watch the balls! Get it off! Oh god, it snagged! He did it! Alright, so he is a real doctor. What the hell? Oh shit, clear the building! The area's been compromised! Get out now! So. You go ahead. Might be a while before I can walk very well. So, wir gehen vor. What the hell is that? Tja, okay, Randy hat wohl jetzt... Mittel, sie zum Sprechen zu bringen! Mathers, ein kleines Problem, where did zu kommen. You find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh my god. Nazi Zombie Föten. I'm here for you, buddy. God damn it. Ja, war das das über nochmal? Look at that little fella. Are those little babies sucking blood? I hope we don't get in trouble for this. Was? 2800 HP? Ja, okay, alles klar. Ich will sie lieben! Benutz doch mal bitte deine Aufwertung, kann ich gleich mal machen, ja. Ich will sie lieben! Ich habe allerdings gar keine Rüstung, insofern kommen wir da eigentlich wunderbar mit Meucheln zurecht, denke ich. Oder wir machen Tod der... 1000 Schnitte, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, verbraucht alles sehr viel. Deswegen, wir nehmen mal Meucheln. Scheiße!
So, Badass ist am Start und... Ja, Professor Chaos, why not? Das ist natürlich das Spiel.